Moin Leute, das ist Alex, ich bin Steven. Und das sind die Was geht ab Shorts. Robert Ford, der Bürgermeister von Toronto, tritt in letzter Zeit anscheinend in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Der Toronto Star veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das den Bürgermeister betrunken, lallend und schwankend in einem Zimmer zeigt. In der kurzen Sequenz stößt Ford Morddrohungen aus. Sinngemäß sagt er, dass er jemandem die Kehle durchschneiden und ihm die Augen ausstechen möchte. Außerdem bezeichnet er sich selbst als Motherfucker. Motherfucker dich selbst. Motherfucker. Die meisten seiner Worte ergeben aber auch nicht wirklich Sinn. Das könnte daran liegen, dass sie kaum zu verstehen sind. Also sowas kennen wir gar nicht. Gegen wen die Morddrohungen gerichtet sind, ist ebenfalls völlig unklar. Auch wer dieses interessante Video heimlich aufgezeichnet hat, ist bisher nicht bekannt. Rob Ford dürfte dieses Video aber mehr als ungelegen kommen. Erst am Dienstag vergangener Woche hatte er die Gerüchte bestätigt, dass er Crack geraucht hat. Schon seit mehr als 5 Monaten schwirrte in Kanada das Gerücht umher, dass es ein Video von Rob Ford geben würde, das ihn beim Crackrauchen zeigt. Der Bürgermeister hatte bis vor einer Woche immer behauptet, noch nie in seinem Leben Crack geraucht zu haben. In seiner regelmäßigen Radiosendung gestand er dann doch ein, dass er, weil er völlig betrunken gewesen war, die Droge konsumiert hätte. Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass hier ein Video mit eindeutigem Inhalt vorliegt. Ford hatte sich für diesen Fehltritt entschuldigt und gleichzeitig klargestellt, dass er nicht zurücktreten werde. Fehler mache schließlich jeder mal. Nach dem Auftauchen des Videos, in dem er volltrunken Morddrohungen ausstößt, ist der Bürgermeister nun erstmal sprachlos. Das ist äußerst peinlich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sofort. Er sei völlig betrunken gewesen. Was in dem Video auch ziemlich offensichtlich ist. Fords Stellvertreter betonte, er hoffe, dass es sich nur um metaphorische Aussagen gehandelt habe. Denn eigentlich wollte er sagen, oh, ich brauche einen Schal oder eine Brille. Klar. Außerdem bat er bei den Bürgern um Verständnis, schließlich habe im privaten Bereich jeder schon mal Wutausbrüche miterlebt. Nichtsdestotrotz legte er dem Bürgermeister jetzt nahe, sich erstmal eine Auszeit zu nehmen. Komm, mach mal eine Pause. Ford selbst scheinen weder der Rat seines Stellvertreters noch die Rücktrittsforderung aus der Regierung und der Bevölkerung zu beeindrucken. Ich bin gewählt worden, um einen Job zu erledigen und das ist genau das, was ich weiterhin machen werde, sagte er. Außerdem kündigte Ford an, sich auch im kommenden Jahr zur Wiederwahl für das Bürgermeisteramt in Toronto zu stellen. Inwieweit der Skandal seine Chancen auf eine Wiederwahl beeinflusst, ist umstritten. Umfragen zufolge stieg in den letzten Tagen die Unterstützung Fords durch seine Stammwählerschaft. Was haltet ihr von Robert Ford? Ist der als Politiker einfach ungeeignet oder ist er euch vielleicht gerade wegen der Skandale irgendwie sympathisch? Eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, lasst uns doch ein Däumchen da oder teilt das Video vielleicht sogar mit euren Freunden und Verwandten. Und ihr könnt euch ja drüben gleich 2 weitere Videos angucken. Unter ihm hier könnt ihr abonnieren. Hier findet ihr Texcalibur für Nerdstuff Gaming und Filme. Ganz unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu unseren Social Media Pages. Und wir sagen für heute Tschüss und bis dann.